Axel, was machen wir hier? Das ist ja furchtbar hier. Laut, viele Autos, es stinkt. Ich dachte, wir sind im Auftrag von ruhig, friedlich und schön unterwegs. Und jetzt stehen wir hier mitten irgendwo. Ja, das ist ganz richtig, Boris. Sind wir auch. Aber wir wollten ja quasi unser Format erweitern und uns mal auf innerstädtische Parks konzentrieren. Okay. Und deswegen sind wir jetzt hier heute mal in Eimsbüttel unterwegs. Eimsbüttel? Axel Eimsbüttel, ich bin skeptisch, ob wir hier was für Neuss-Scheck entdecken können. Ja, Boris, es geht ja auch bei dieser Erweiterung unseres Repertoires darum, in den Stadtteilen so kleine Flächen zu finden. Kleine Green Spots sozusagen. Genau, ja. Ja, okay. Bin ich dabei. Gerade in Eimsbüttel, sehr dicht besiedelter Stadtteil, ja. Sehr stadtnaher Stadtteil. Angeblich einer der dicht besiedelsten Wohngebiete in Deutschland. Ja, ja. Das stimmt. Und trotzdem wird es die eine oder andere Grünfläche für uns zu entdecken geben. Ja, schauen wir mal. Ja, würde ich auch sagen. Ja, das ist dann auch hier gleich schon der erste Spot. Einmal über die Ampel und dann tauchen wir schon ein. In den? In den Webers Park. Webers Park. Wie der Weberknecht oder wie? Nein, nicht ganz. Also Weber mit H, weil es auf einen Weinhändler zurückgeht, namentlich Georg Heinrich Weber. Das ist auch ganz witzig. Ein Weinhändler, der, was hat er gemacht? Hat er sich den Park, hat zum Privatvergnügen oder wie? Genau, 1852, der hatte wohl Erfolg in seinem Geschäft und hat sich dann gedacht, ja, kann man sich ja mal so einen Park bauen. Übrigens zu der Zeit, wie ich in meinen Recherchen herausgefunden habe, durchaus üblich. Wie das, dass wohlhabende Privatmenschen sich einen Park gegründet haben? Genau. Okay. Und das hier ist eben der Weber Park, also seit 1926 ist er tatsächlich öffentlich. Mhm. Aber bis dahin halt nur für ihn und seine Leute zugänglich. Okay, man sieht hier eine große Grünfläche. Klar, die Bäume muss man sich natürlich jetzt dicht belaubt im Sommer vorstellen, ne? Mhm. Okay, ein sehr übersichtlicher Park, ne? Er ist 2,6 Hektar groß. Hier gibt es so einen kleinen Trimmdichtpfad. Das kommt mir doch bekannt vor vom Außenmühlenpark. Ja, genau. Außenmühlenteich, genau. Ja, stimmt. Mhm. Genau. Kannst du noch mal ein paar Klimmzüge machen, wenn du ja, willst. Ja, nee, heute ist zu kalt, heute ist ungemütlich, heute ist unwirtlich, alles nass ja, kalt. Ja, stimmt. Ja. Genau, also da hinten geht es dann auch noch weiter, quasi parallel die Fruchtallee runter bis zum Kaifu, ja. Also Christuskirche und so. Das heißt, da zieht sich quasi so dieser Grünstreifen weiter. Eigentlich ist der Park schon hier am Dormannsweg zu Ende, aber man könnte noch weitergehen, aber das ist ja nicht mehr Eimsbüttel, deswegen lassen wir das raus. Aber es wäre quasi so eine Art Spazierroute möglich, so von Grünstreifen zu Grünfläche und umgekehrt so. Das können wir ja noch mal einblenden. Genau. Und quasi in diese Richtung, in die wir jetzt gerade stehen, da geht es dann auch weiter. Da kommt dann der nächste Eimsbüttler Park, zu dem wir dann auch hingehen. Das wird dann der Unnapark sein. Dann würde ich sagen, auf den Unnapark. Absolut. Bis gleich. Ja, jetzt im Unnapark, Axel. Richtig, genau. Park Nummer 2. Wahrscheinlich nach der Stadt Unna benannt, ne? Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich dachte das auch immer. Okay. Sondern nach dem Dermatologen Dr. Paul Gerson Unna. Ein Hautarzt. Der hat mit dem Apotheker Beiersdorf. Ganz bekannt, ne? Zusammengearbeitet. Okay. Also das Unternehmen Beiersdorf ist bekannt. Ich wusste nicht, dass der Gründer Apotheker war. Nee, das wusste ich auch nicht. Aber Beiersdorf ist ja auch hier im Viertel, quasi am anderen Ende von Eimsbüttel. Insofern passt das dann. Also hier ist quasi, gibt es wirklich so eine örtliche Verbundenheit. Und dieser Dr. Unna, der hat hier auch einen Privatpark gehabt. Und zwar Die ganzen Leute mit ihren Privatparks. Ja, das war halt anscheinend so üblich damals, dass Leute, die sich das leisten konnten, sich eben ihre privaten Parks gekauft haben. Und dieser war tatsächlich der letzte Privatpark Eimsbüttels. Und zwar bis nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrig. Mhm. Und 1956 ist er eröffnet worden als öffentlicher Park.
Und dieser Dr. Unner, der jüdischer Abstammung war, der hatte hier auch geplant, noch weitere Klinikgebäude und so weiter zu errichten. Auf dem Parkgelände, auf dem heutigen Parkgelände, direkt, okay. Und durch den Zweiten Weltkrieg und alles, was damit zusammenhing, sind diese Pläne dann eben durchkreuzt worden. Und der hat das dann, oder die Nachkommen haben das dann eben der Stadt Hamburg verkauft, dieses Grundstück. Und da gibt es jetzt eben diesen Park. Und dann wurde es ja halt öffentlich, ne, sozusagen. Genau. Okay. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie viel los ist und wer hier drin ist, so im Park. Kann ja durchaus nett sein, kann aber auch anstrengend sein, je nachdem. Stimmt, ja. So, und jetzt kommen wir auch schon wieder hier langsam raus aus dem Park, ne? Und dann geht's weiter. Wohin? Jetzt kommt Park Nummer 3, der letzte auf unserer heutigen Reise. Das ist der offiziell Eimsbütteler Park genannte. Hier im Viertel eigentlich auch gerne als einfach Weiherpark oder am Weiher bezeichnet. Park am Weiher, okay. Bis gleich, Leute. Bis gleich. So, Park am Weiher. Ja, Eimsbütteler Park am Weiher, wie er ganz offiziell heißt, wie ich gerade nochmal auf dem Schild gesehen habe. Also hatten wir quasi alle recht. Das ist er, ja. Und ich muss sagen, also der macht wirklich einen Parkeindruck. Als erster von den dreien. Als erster von den dreien. Das andere waren, ja, so Art, ich weiß nicht, Grünanlagen könnte man sagen. Ja. Und hier ist wirklich Park. Liegt natürlich auch wirklich an dem Weiher. Ne? Der ist, das ist so ganz heimelig, kann man sagen. Ne? Ganz, ja, wirkt schön. Trauerweiden. Finde ich auch. Also es ist halt, man hat halt diesen einen Weg, also man hat einen Rundweg um diesen Weiher herum, was ganz schön ist. Andererseits müssen die ihn dann natürlich auch eben immer alle benutzen und man hat dann so ein bisschen so ein Gänsemarschgefühl. Das stimmt. Wir müssen halt bedenken, wir sind mitten in der Stadt, mitten in Eimsbüttel und dafür geht das schon klar. So als Mini-Naherholung sozusagen. Ja. Axel, der Park, auch ein ehemaliger Privatpark? Auch ein ehemaliger Privatpark und zwar 1892 als erste öffentliche Grünanlage aus dem Privatbesitz übernommen. Und 1,9 Hektar groß. Und ja, also um das zusammenzufassen, das ist mir gestern bei der Recherche eben aufgefallen. Ja. Alle diese Parks hier waren ursprünglich mal im Privatbesitz. Und ja, da ist mir so ein, möchte ich so einen Appell halt raushauen mal an euch. Weil es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir diese Parks haben. Also es gab es früher nicht. Das gab's also öffentlich, erst, dass die öffentlich sind. Genau, für dass uns jeder da durchgehen kann, so. Das ist halt echt super und das muss man echt bewahren, weil wir kennen das halt nur so und ich wusste das halt bis gestern gar nicht. Ich wusste es bis jetzt gar nicht. Ich dachte, Parks sind immer öffentlich gewesen. Das ist mir völlig neu, dass es so was, ja, ein Privileg ist, was erst im Laufe der Zeit so entstand, dass die Privatparks der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ja, das ist echt oder schon wurden. Toll. Das ist echt schön. Und heute können wir hier dann unsere Noise-Check-Folgen drehen. Ne? Das stimmt. Hätte sich wahrscheinlich der Gründer auch nicht träumen lassen, als das noch so quasi der Privatvorgarten war oder so ähnlich, ne? Stimmt. Ja. Ja, nochmal zu Kartenfacts quasi. Ja. Hier ist die Ottersbeek-Allee. Andere Grenze ist am Weiher. Hier ist die Unnerstraße. Die heißt eben auch nicht nach der Stadt wahrscheinlich, sondern nach dem Arzt. Denn an der Unnerstraße selber ist das große Beiersdorf-Gebäude. Stimmt, großes Unternehmen, bekannt unter anderem für Nivea, ne? Nivea machen die auch, ja. Machen genau. Die nicht auch Tesafilm? Ich glaube schon. Ich weiß nicht, das kann sein. Ich glaube schon. Das klingt gerade ein bisschen absurd, so Nivea und Tesa, aber ich bin gerade ziemlich sicher, das recherchiere ich nochmal. Ja, schauen wir mal, ne? Genau, und dann der Schulweg an der anderen Seite als Begrenzung. Genau, also das ist so, sind so die Koordinaten des Parks am Weiher. Mhm. Schöner Park, also ich finde auch, also mein Favorit ist es hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall von den dreien, ja. Und Boris, deine anfängliche Sorge, wie steht's damit? Zum Großteil unbegründet, muss ich sagen. Ich war, das ist doch war ja wirklich skeptisch, muss ich sagen. Aber es zeigt mir auch, dass Eimsbüttel ja ein Teil ist, der nicht so viele Grünflächen hat. Er hat welche, aber es ist nicht viel. Und die wenigen, die es gibt, da tummeln sich halt auch eine ganze Menge Leute, die natürlich mit den Hunden unterwegs sind, die einfach Naherholung suchen oder im Sommer draußen sitzen wollen. Ne? Ja, das stimmt, ja. Also ich glaube, wenn man richtig Erholung möchte, dann bleibt nichts anderes übrig, als sich durch unsere Noise-Check-Folgen inspirieren zu lassen und vielleicht ein bisschen sich zu bewegen vor die Tore der Stadt. Das stimmt. Das wäre dann mein Appell. Ja, das ist hier so ein bisschen Erholung light. Ja, ne? Genau, so ein kleiner Erholungsquickie. Ja, genau. Ja, in dem Sinne,
Axel, was machen wir jetzt noch? Ich hätte Lust auf eine schöne heiße Tasse Tee. Was meinst du? Wie es der Zufall will, ich habe eine Thermoskanne und zwei Becher im Rucksack. Und ich habe jetzt auch Lust auf was Warmes. Toll. Dann würde ich sagen, da hinten sehe ich 2, 3 Bänke. Lass uns doch da noch ein bisschen verweilen. Ja. Heißgetränk und dann ab dafür. Genau. Euch schon mal tschüss. Leute, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.